Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ich bin Mr. Cutter 4, Let's Play. Jetzt kann ich hier mit dabei ist Lilly. Moment. Hallo. Ja, ein bisschen gedauert. Es muss böse beginnen. Es muss böse beginnen. Es geht einfach nicht anders. Es gehört so. Ist okay. Was ist das hier? Ist okay. Oh. Ja, ist okay. Weißt wackel. Du bist böse, ich bin der Liebe von uns beiden. Und wir wollen versuchen, gerade lieb zu sein, denn wir hatten ja gesagt, wir hätten gerne von euch auch eure Testkammern, die wir spielen sollen, beziehungsweise wenn ihr welche habt, die wir spielen sollen. Und ein Zuschauer namens Iskaltes Iskalt hat uns geschrieben, wir sollen Central Test Station einmal spielen. Das ist seine. Und wir haben eine gefunden, die Central Test Station 1 Official Released Alpha Schlag mich tot heißt. Die wir jetzt probieren. Darf ich dich wirklich totschlagen? Nein. Das war klar. Du hast es so gewollt. Da ja. Häufig aber Leute einen anderen Steam-Namen haben als bei YouTube, ist das auch hier der Fall, dass der Erschaffer dieser Map nicht Iskaltes Iskalt heißt. Und wir hoffen einfach mal, dass es jetzt trotzdem die richtige ist, weil es gibt keine andere, die so heißt. Wir hoffen es einfach, dass es die ist. Ja, wenn nicht, wird es natürlich sehr, sehr erbärmlich. Wir machen jetzt irgendeine. Wenn nicht, machen wir irgendeine, genau. Und ja, also, wenn es doch die richtige ist, dann freut er sich vielleicht. Genau. Und falls ihr irgendwie Testkammern habt, dass wir sie spielen, wäre es ganz cool, wenn ihr euch euren Steam-Account-Namen oder den Namen, mit dem das hochgeladen ist, auch dazu schreibt, weil, wenn es häufig ein anderer Name ist, dass wir das zuordnen können einfach. Genau. Dass wir dann auch sagen, wirklich die richtige finden und nicht irgendwas machen oder so. Ach, ja, dann wagen Scheiße. Wir es mal. Das sieht sehr interessant aus. Oha. Guck mal, hier kannst du überall Portale machen. Das finde ich schon mal gut. Ach du Kacke, ist die groß. Wow. Meine Güte! Oh mein Gott. Ach, hier ist gar keine Wand. Ich dachte, hier wäre eine Glasscheibe. Geh da rein. Die so dunkel sind. Warum sind die so dunkel? Und gehen trotzdem. Die werden sich bewegen. Die werden sich genauso wie die und die. Die werden sich bewegen. Okay, wir fangen einfach mal an und drücken auf diesen Schalter. Was ist passiert? Wie kann man nochmal. Ach ja, genau. Was? Ah, ja, ich probiere gerade aus. Ach so. Guck mal da oben, die ganzen Zeichen, das sieht schon wieder nach viel Spaß und Freude aus, auf jeden Fall. Mach das nochmal. Vor allem, weißt du, das sind Timer, glaube ich. Ich glaube, das sind getimte, das heißt, die sind nur ein paar Sekunden. Ach, herrlich. Ach, cool. Ein Räumchen. Mit zwei Knöpfchen. Ah, hinter mir geht was auf. Na? Was hat das jetzt gebracht? Ach, da. Ja, und jetzt ist da hinter dir. Geht das denn auf dadurch? Oh mein Gott, sieht das krass aus. Boah. Nein! Verdammt. Schock. Es ist so dunkel, ich hab Angst. Tu was, bitte. Du musst da runter gehen, sonst geht das nicht, glaube ich. Das ist ein Backup, damit du nicht explodierst. Was? Hä? Was? Okay, warte. Mach nochmal. Ist das kaputt? Nee! Weißt du was? Das wird alles getimed sein. Das wird alles getimed. Oh, warte mal. Mist. Du kannst da. Hinter dir kannst du deine Wand hinsetzen? Nee, hinter mir leider. Hinter nicht. Dir? Hinter dir? Unten? Oh, Alter, Lilly! Entspanne dich doch mal! Links, stopp, runter. Links. Da! Ah! Stimmt, meine das Güte, geht. Jetzt kannst du nämlich wieder rauskommen und jetzt können wir nämlich. Ja, was? Alter, ganz normal, wie normaler. So! Meine Güte! So geht's auch! Aber was soll mir das denn jetzt bringen? Und zwar, ich glaube, dass wir. Du setzt den roten Mann ein Stück runter. Ja, es wird. Dass man da wobei, durchlaufen wieso kann. Kannst du etwa nicht springen? Bist du etwa so klein? Ha? Ja. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Bitteschön. So. Und ich glaube, dass wir das nochmal machen müssen, dass da hinten. Ach so. Dass die den auslösen. Das kann die Treppe. Sein. Na komm. Komm. Drück den Knopf. Oh, warte mal. Hallo. Warte mal, komm mal her und wir tauschen mal ganz kurz. Ich kann auch nur einen Knopf auf einmal nur ja, noch drücken. Komm mal her. Auch immer. Wir tauschen mal. Komm mal hier rauf. Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich vertrauen soll. Geh!
Ist okay. So. Jetzt kannst du nämlich mit hier reinkommen. Ach, stimmt. Schau du doch manchmal bist. Ja, ich habe meine Momente. Jetzt können wir nämlich beide den Knopf drücken. Ah. Okay, wir müssen timen. Warte. Falsche Taste. Welche ist das? F, ne? Du machst? Okay. Und dann Durchlauf, ne? Yep. Wo ist denn... Ach, scheiße. Oh, Mann. Es hat funktioniert! Ah, das geht bestimmt gleich wieder weg. Das sieht so cool aus einfach. Oh, es bleibt. Warte mal, da geht's ja auch noch höher, ne? Ah, ich verstehe. Ich noch nicht. Drück nochmal. Ich hab ihn. Oder? Ja, aber die Frage ist, es ist A, schweinedunkel. Und was sollen wir denn? Es ist so dunkel. Ich bin nicht mal sicher, ob ich überhaupt was hab. Hier runter. Das klang so. Hier runter, da, hier runter. Was? Mit dem Kubus. Aber hab ich... Ich hab, glaube ich, gar keinen Kubus. Das klang nur so, als ob ich einen hab. Es ist einfach arschdunkel. Es ist einfach so... Ich hab einen. Ich hab keinen Kubus. Ja, das dachte ich nämlich auch. Da kommt nämlich dieses Kubusgeräusch. Was hast du da? Das sieht so gruselig und eklig aus. Alter, ich will... Nein! Nein! So dumm. Oh, verdammt. Ja, okay, dann werf das Ding mal runter oder tu irgendwas. Ah, ich geh damit runter. Nironimo! Genau, legst drauf und irgendwas wird wohl passieren. Oh Gott, komm mal, ja, komm mal her, Kleiner. Kannst du dich da nicht draufstellen? Doch, kannst du. Und jetzt? Oh, mein Licht hier. Und jetzt? Und jetzt? Hier ist was aufgegangen, glaube ich. Oh, schön. Was ist das da oben? Das ist, glaube ich, ein Knopf. Oh Gott, das ist gerade so Gehirnfuck irgendwie. Ein Knopf oben an der Decke. Auch schön. Was passiert hier? Wow! Oh, cool! Das habe ich richtig vermisst. Ich muss mal ganz kurz sterben. Ich glaube nämlich, dass ich da hätte nur runterwerfen sollen und nicht runterspringen sollen. Das kann sein. Warum ist das? Was war denn nochmal was? Das eine war doch Schnelligkeit, genau. Und das andere war Hüpfen, ne? Ja. Oh, das habe ich so vermisst. Das war echt, ja. Das ist echt, da gab es so viele lustige Sachen mit. Oh Gott. Ja, spring ins Wasser, ist okay. Ja. Warte, natürlich. Natürlich. Geh weg. Okay. Ich hab Angst. Wuhu. Toll. Reicht ja ganz knapp nicht. Reicht ganz knapp nicht? Schade. Aber das muss die Lösung sein. Warte, drück einfach nochmal den Knopf, weil vielleicht kommt noch mehr von dem Zeug und dann reicht es vielleicht. Oder? Ja, aber das muss ja auch einen Sinn haben mit... Jetzt geht's wieder los. Ja, also, wir können jetzt hier 5 Stunden zugucken, ne? Okay, dann machst du das. Das bringt doch nichts. Es muss ja einen Sinn mit dem Blauen auch haben. Ja, mach doch mal. Damit ich Gaga werde. Da kann nicht mehr. Es war wieder so klar, dass du wieder irgendeinen Scheiß. Ja, du musst deine Portale. Ich muss erstmal Schwung haben. Du musst deine Portale machen, damit ich dich abbremse. Achso. Also damit ich dich umlenke. Du holst Speed über diesen Weg. Mhm. Und ich jag dich dann darüber. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. So, bist du bereit? Sag Bescheid, wenn. Also bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Tu es einfach. Naja, ich weiß nicht. Also irgendwie nicht. Na doch, du warst drüber. Nur auf der falschen Seite. Ich glaube, das war irgendwie noch nicht so genug Schwung. Ich weiß auch nicht. Ja, es reicht ganz knapp ja, nicht. Aber sehr schön. Ja, hab ich doch gesagt. Nee, ich bin ganz schräg gedingst. Warte. Ganz schräg gedingst? Ja, ich bin irgendwie so schräg gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Nochmal. Ich glaube, hier bin ich schneller. Habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Versuch's einfach gleich nochmal. Oh, verdammt. Ich lande immer irgendwie rechts. Frag mich nicht warum. Dann machen wir das Ganze mal mit links. Mal gucken, was passiert, wenn wir das mit links nehmen. Bisschen schräg so. Ja. Ui. Ah, du suchst ja auch immer die andere Seite aus. Ey! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Du elendiges! Alter, hörst du jetzt noch über die andere Seite zu gehen? Nein, ich schaffe das jetzt.
ganz knapp wieder nicht. Dann geht's um was anderes. Nur noch einen Millimeter gefühlt. Ja, sag ich doch, wir brauchen mehr von dem Zeug. Es ist einfach noch zu wenig. Stimmt, so kann man ja auch noch alles voll machen damit. Juhu. Was für ein Schalter ist das denn, wo das passiert? Ja, das wüsstest du jetzt gerne, wa? Das wüsstest du jetzt gerne. Verrate ich dir nicht. Nein, es ist dieser hier. Achso, okay. Juppie. Wir machen einfach alles orange hier. Wichtig ist, dass wir den Boden orange kriegen. Ja, ja, schon. Eigentlich. Eigentlich, aber irgendwie, guck dir mal die Decke an. Die Decke sieht am schönsten aus, wirklich. Warte. Ich fühle mich gerade so ein bisschen vollgedingt. Das war die falsche Taste. Naja, nicht wirklich. Das fliegt immer so strange. Ja, irgendwie. Also kann das sein, dass die Physik hier generell irgendwie wonky ist? Das kann schon sein. So, reicht jetzt glaube ich auch mal, oder? Ah, guck mal, das wollte ich doch. Okay, dann viel Erfolg. Und? Viel besser. Geil. Sag ich doch, wir brauchen einfach nur mehr von dem Zeug. So, jetzt ist die Frage. Ich habe Angst. Oh Gott. Oh Gott, ich bin rückwärts irgendwo gegen geschleudert worden. Das klingt nach einem guten Plan. Jetzt ist die Frage, wie ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich stehe nicht eigentlich auf dem Wasser? Das sieht so ungesund aus und ich habe gerade Angst, mich irgendwo hinzubewegen. Ich glaube, wir sind beide tot. Ja, theoretisch. Nee. Ich komme zu dir rüber. Ciao. Verdammt. Okay. Es war ja irgendwie klar. Kann es sein, dass dieser Schalter... Aber der muss einen Sinn haben. Man kann ja auch keine Portale hier machen, ne? Nee. Du hast was geöffnet! Lass das so! Wie auch immer du das gemacht hast. Du was hast denn? Es geöffnet. Wo denn? Egal, ich bin jetzt hier drin. Hä? Ja, ich bin hier rübergesprungen. Du hast gerade irgendwas geöffnet. Hast du überhaupt was gemacht? Ja. Ah, ja, wenn du das Ding öffnest, dann geht hier hinten bei mir nämlich auch das Tor auf. Perfekt, das hast du sehr gut gemacht. Deine erste gute Tat des Tages. Alter! So, dann gucken wir mal, was hier so geht. Komm, du musst mal zurückkommen. Ich muss dir helfen. Nein, warte. Ja. Ich muss mir das erst angucken. Zwei Dinger und ein Schalter. Zwei Dinge und entschaltet. Du musst da bei dem Haar, muss nämlich ein Portal dran, damit ich dir folgen kann. Vielleicht kriegen wir das auch hin, dass ich dir die Tür aufmache und du von da aus mir ein Portal schießt. Ich versuch's. Oh, das sollte gehen, ne? Sehr gut. Ja, kannst rüberkommen. Das ist natürlich cool. Sehr schön. Das macht's viel einfacher. Ja, ne? Mhm. So. Ich sehe übrigens gerade die Zeit nicht mehr, fällt mir ein. Das macht nichts. Gut. Und nun? Und nun? Aber wirklich so, und nun? Was passiert, wenn du den Knopf drückst? Ah. Aha, oh Gott. Alter, es wird noch größer? Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Netzwerk aus Leitungen. Oh mein Gott, wirklich? Und ich fürchte, hier müssen wir auch so hüpfen und so. Hui. Und in den Todesblitz. Nein. Oh. Scheiße. Ich dachte echt, ich schaff das. Ah, wie oh, schön. Oh nein. Jetzt komme ich da ja nicht mehr hin. Doch, warte, du musst die... Das waren ja meine Portale. Ah, Brüller. Ja. Passiert. Oh Gott, das war gewagt. Das war sehr lustig. So. Ich dachte mir, ich versuch's mal, da irgendwie drüber zu hüpfen. Ist aber gar nicht so einfach. Geht ja auch nicht. Ja, vor allem könnte ich auch einfach so da reingehen, ne? Ja, jetzt bist du schon wieder tot. Was machst du denn? Scheiße. Denkst du auch mal nach? Nee. Warte. Ja, toll. Ja, und jetzt? Bringt's mir total, ich hab keine Ahnung. Und jetzt habe ich ein Problem. Wirf mir einfach den Kubus hier runter. Ich kletter auf ihn drauf und kletter raus. Nein! Ich will nicht! Mann!
Verdammt. Was hat das denn alles für einen Sinn da hinten? Es muss einen Sinn haben. Ja, weißt du, na, gucken und nachdenken ist nicht. Einfach reinspringen und ja, dann sterben. Es wird schon klappen. Es ist der Sinn, daran zu verrecken, genau. Schön. Ach Mensch. Gut, wir haben einen Laserkubus. Wir können uns jetzt mal mit dem Raum beschäftigen. Ja. Und wir haben hier einen großen Schalter, der 1000 Sachen aktivieren wird. Ach du Kacke. Oh. Laser! Okay. What? Da kann man auf jeden Fall nicht durchschießen. Gibt es hier irgendwo eine Lücke? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das, was du gemacht hast, richtig war. Nur halt nicht komplett durchdacht. Ja, siehst du mal. Und zwar musst du mal hier irgendwo ein Portal hinsetzen an eine Wand oder so. Gut. Dann hüpfst du da runter und platzierst von dort unten aus, ohne zu sterben, das andere Portal irgendwo anders hin. Ich soll da wieder runtergehen. Ich kann es auch machen, wenn du möchtest. Nee, alles gut. Man kommt ja wieder raus. Zumindest hier. Warum machst du es so? Warum? Warum machst du es nicht wie normale... Ah, Alter. Was möchtest du denn? Du hättest auch hier einfach runtergehen können. Achso, ich sollte da in die Mitte. Ich dachte, ich soll hier hin. Ich wollte da ungern wieder rein, weil das bedeutet der Tod. Ja. Obwohl, warte mal, kannst du vielleicht von da unten aus schon treffen? Warte mal, das ist vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht mal, wo ich hintreffe. Warte, bleib mal da oben, bleib mal da. Oh, kacke, das wollte ich nicht. Irgendwie konnte man noch kriechen. Wie wir kriechen? Gut. Man kann kriechen? Mhm. Gut, so. Ach so, mach das auch alleine. Oh, meinst du das? Ach so, ich verstehe. Oh, keine Hilfe. Den lassen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Mhm. Ich guck einfach mal. Ja, jetzt haben wir nämlich hier einen Schalter. Oh Gott. Ja, den brauchen wir weiterhin hier. Ich würde sagen, du bist im richtigen Raum. Die sind alle so schräg. Ja. Hä? Der hier macht schon mal nichts. Ja, geh mal ran. Geh mal. Ich glaube, du musst näher rangehen. Nee, wirklich, die tun mir nicht weh. Ich glaube, du musst noch näher rangehen. Das ist einfach das Problem. Du bist einfach nicht nah genug dran. Oh, ach, das sind... Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, das sind Laserstrahl-Dinger einfach. Das sind ja Viecher. Ja, sind das. Ich hab sie nicht gesehen. Du bist so ein mieses Kaninchen. Das mieseste der Welt. Ah, ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ja, das ist sehr schön für dich. Du hast nämlich den Laser da hinten. Ja. Und den brauchst du nämlich. Pass auf, geh mal hinter das Portal. Nein, nicht. Sicher? Ja, nicht. Sicher? Und zwar, ich schicke dir durch dieses Portal. Ich weiß schon, dass du Panik kriegst. Durch dieses Portal schicke ich dir jetzt den Laserstrahl, den du nutzt, um die zu töten. Ja, dann mach mal. Oh, cool. Aber ich will gar nicht, die sind noch ganz lieb. Ja, vor allem tötest du gerade dich selbst. Ja, ich merk's. Er brennt. Mann, die Armen. Die haben sich auch schon angegriffen. Ich habe irgendwie ein bisschen Mitleid trotzdem. Sie stehen da doch einfach nur. Oh. Ja. Und jetzt haben wir nämlich... 4 Möglichkeiten. Ja. Ja. Die Frage ist, was das so macht, wenn ich das irgendwie mache, ne? Was nun? Ja. Hat das überhaupt einen Effekt? Ja. Bringt das irgendwas? Nee. Irgendwie ja nicht, ne? Irgendwie nicht so. Aber hier hinten ist noch was. Warte mal, ich geh mal ganz kurz. Was? Ach so, das ist einfach nur Backup. Okay, das ist nur Backup. Die Frage ist, warum ist hier ein Kubus? Ja, das ist auch eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Weil vielleicht geht hier ja noch irgendwas. Ach, guck mal. Ein Schalter. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Ach, guck mal. Eine Öffnung. Es ist einfach nur dunkel. Ich habe Angst. Dunkelheit ist mal cool. Oh Gott. Oh Gott. Mies. Das war verdammt mies. War cool. Total. Oh Gott, mit sowas rechnet man doch gar nicht. Hätte man geguckt, bevor man einfach reinstürmt. Es war dunkel. Es war stockdunkel. Man konnte nicht sehen, wo man hinstürmt. Wirklich. Mach du es doch. Und mach's besser.
Ich hab mich wenigstens getraut, ja. Wenn ich so gemein, Frage da hinten die ganze Zeit den Ausgang zu sehen und nicht hinzukommen. Trotzdem noch, wie geht's jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal schon, dass ich da hoch muss und dann halt in die richtige Richtung schnell lenken. Warte, 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 ja, genau. Muss was damit zu tun haben. Ja, ich komme mal mit. Ja, genau, geh ruhig mal vor, geh ruhig mal vor und mach das besser. Ne? Also wenn man jetzt nämlich hier hochschaut, sieht man nämlich, dass dort oben... Ich habe ja nicht da hochgeschaut. Sieht aber auch nicht, dass da tot ist. Was passiert? Guck mal, bleib, nur mal gucken. Nur eben, gucken. Man sieht den Tod nicht. Nur gucken. Ja, was ist los mit dir? Ich habe eine ganz dumme Idee. Naja, eine schlaue wäre auch komisch von dir. Nee, das macht keinen Sinn. Siehst du? Doch, das könnte trotzdem funktionieren. Willst du da einen Kubus hochschicken, oder? Nee. Ich glaube, dass ich mit den Schaltern, mit diesen Laserverbindungen. Ach, was mache ich denn hier? Ist ja unsinnig. Mit diesen Laserverbindungen, die den Strahl umkehre. Was? Ach so, meinst du das? Warte mal, hier ist das aufgegangen. Das wäre cool. Warte mal, hier ist das aufgegangen. Das ist neu. Hä? Okay. Ja. Geh mal rein. Ich bin drin! Nee, in den ach so, da ist gar keine Springplattform. Das ist wahrscheinlich das, wo man wieder runterfällt dann. So. Ja, ja, hallo. Kein Kommentar. Die Furcht vor dem Laserstrahl. Wage dich! Du hast es geschafft, dass er dich nicht berührt. Du Freak. So, und jetzt vermutlich, wenn ich jetzt einen dieser... auslöse. Weil da irgendwas dreht sich ja. Irgendwas bewegt sich da. Ach du Kacke. Es kann auch sein, dass da oben diese Lichter ausgehen, diese Todesstrahlen. Das du kann kannst auch sein, laufen. Weil ich habe gerade geguckt, der Strahl hat sich jetzt nicht verändert. Ja, aber du kannst doch rückwärts laufen, ne? Theoretisch? Da oben, im Stroh, wenn du da drinne bist, meine ich. Geh mal hoch. Oh Mann. Wo waren die denn? Ah ja, selber. Bist du durch? Ja. Dreh dich um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss sehen, was passiert. Du machst wirklich die Strahlen einfach aus. Ja, und ich muss sehen, was passiert, deswegen. Oh Mann. Oh Gott. Und ausgerechnet, ich muss hier durch und du musst das machen. Als ob man dir vertrauen könnte. Kann man, wie man sieht. So, jetzt ist die Frage, und Nu? Und Nu ist ja ein Schalter. Das ist ein Schalter. Ah. Oh. Ich hab ihn gedrückt und ich lebe noch. Und es leuchtet. Nein. Also ich muss... Die Tür ist offen! Ach, gut, ich glaube, das ist schon okay. The door is open! Oh, oh. Und was bringt das hier, wenn ich da ja durchgehe? Ist ja alles für den... Ist egal, wir sind fertig. Das ist nur ein Backup. Für den Fall, dass einer hier drüben ist. Und da durch muss. Da hinten ist der Durchgang in den ersten Raum. Wir sind fertig! Wir haben es geschafft! Krass. Ich hätte es niemals erwartet. Wow. Bam! Auch mal nett zueinander sein. Falsch, ich wollte das anderes. Cool, dass ich ein Portal unter mir erschaffe. Ich wollte das. Oh Gott, das Portal. Ich stehe eigentlich total drauf. Und gleich falle ich wahrscheinlich auch noch rein. Nee, lustig, schade. Oh, puh. Krass, du hast es geschafft. Boah, ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte auch, da kommt noch irgendwie was Verkrüppeltes, was wir eh wieder nicht hinkriegen. Das mit den Laserstrahlen war echt gemein gerade. Also ich muss sagen, diese Map hat ja nur zwei Punkte. Und ich verstehe es nicht, weil sie ist cool. Ja, und nicht ganz so gehirnfuckig. Das ging noch. Okay, eigentlich hast du alles gemacht. Ich habe jetzt wie üblich, also. Nur zugeguckt. Wie üblich also. Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist eine richtig coole Map gewesen. Allein, weil sie auch so riesig ist. Man sieht ja selten auch mal solche riesigen Maps mit so großen Flächen. Stimmt. Habe ich so noch nicht gehabt. Und es waren halt auch ein paar richtig coole Mindfuck-Sachen schon dabei, wo man sagte, so, warum ist das an der Schräge oder irgendwie... Nicht einfach nur so normal hingesetzt und so Kleinigkeiten. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber das mit den Torrents war echt mies. Du bist nein, so gemein. Ich hab sie nicht erkannt, verdammt. Oh Mann. Ah, schön.
Typisch Kaninchen ja. wieder. Schöne Idee, coole Map. Wir den hoffen auch, es war die richtige. Ja, wenn, also falls ihr die überhaupt generell spielen wollt, seht ihr den Namen jetzt ja hier von Corrupted Casting. Genau. Und wir hoffen mal, dass das Iskaltes Iskalt auch ist. Wir hoffen wenn nicht es sehr, Iskaltes Iskalt, dann schreibt uns mal bitte, wie wir die finden, weil das ist das, was wir eingegeben haben und das, was wir gefunden haben. Genau. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Uns hat's auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.